Im ersten Schritt legen wir also das Gebiet fest, auf dem wir Benchmarking betreiben wollen. Wollen wir unsere Fluktuationsquote verbessern oder was immer? Wollen wir unsere Bewerbungskosten senken? Na, das ist das Gebiet. Zweitens, Messkriterien. Wir überlegen jetzt, wie können wir das messen? Wenn wir sagen, wir wollen die Fluktuationsquote verbessern, dann haben wir schon ein Messkriterium. Bei anderen Gebieten ist möglicherweise die Aufgabe, erst ein Messkriterium zu entwickeln. Dann drittens, bestes Unternehmen identifizieren. Wir schauen also, wer hat die Benchmark? Und jetzt Achtung! Das können wir machen innerhalb unserer Branche. Wir könnten es aber auch branchenübergreifend machen. Das machen aber nur die Mutigen. Ja, die meisten Unternehmer sind doch irgendwie bis zum Tellerrand ihrer Branche. So weit denken die. Aber sie kommen nicht auf die Idee, mal ganz woanders zu schauen und das irgendwie zu übertragen. Da kommen die richtig interessanten Dinge raus. Also das müssen wir entscheiden. Ja, wenn wir auch mal über die Branche hinausschauen, dann Leistungsfaktoren dort erfassen. Vierter Schritt, Leistungsfaktoren dort erfassen. Ja, wie macht man das? Sagen die einem das so einfach? In der Tat lautet die Antwort oft ja. Ja. Genau, also wie machen Sie den zweiten Schritt? Wer ist der Beste auf dem Gebiet? Auch das ist gar nicht so schwer. Eine beliebte Quelle sind Fachzeitschriften. Denn Fachzeitschriften, es gibt in jeder Branche spezifische Fachzeitschriften. In jeder Branche gibt es das. Und die Journalisten, die dort schreiben, sind immer sehr interessiert an Best-Practice-Beispielen. Und ein Unternehmer, der die Benchmark für sowas hat, der hat das Marketinginstrument PR, also Öffentlichkeitsarbeit, vielleicht auch schon ganz gut verstanden. Also haben wir eine Gewinner-Gewinner-Konstellation. Der Unternehmer hat einen interessanten Artikel, der Journalist hat einen interessanten Artikel, von dem er weiß, das werden alle in der Branche lesen. Und der Unternehmer hat PR. Ja, das heißt, der kann dann auf seiner Internetseite schreiben, oh, wir haben ja in der berühmten Fachzeitschrift, renommierten Fachzeitschrift, hier auch einen Artikel, wo das also drinsteht. Ja, Sie wissen, wenn ich selber sage, ist es gut, dann ist das Werbung. Alte Werbung, ne, haben wir schon gesehen, das ist die alte Schule, die Schule der Vergangenheit. Wenn jemand anders sagt, dass ich gut bin, dann ist das PR. Ja, und das wirkt natürlich viel besser, als wenn ich das selber sage. So, also das wäre eine Quelle. Ja, ansonsten informelle Quellen, Netzwerke, jeder kennt einen, der einen kennt, ja, und so weiter. So, fünfter Schritt. Erfassung der eigenen Leistung. Damit haben wir einen Soll-Ist-Vergleich. Das Soll ist Schritt 4, Leistungsfaktoren dort und dann die eigene Leistung. Und jetzt kommt der entscheidende Schritt, nämlich die Maßnahmen. Was tut der, was ich nicht tue? Der muss ja irgendwas anders machen. Irgendwas macht der Kopjol im Schindlauf anders als die anderen Hoteliers. Da hat er 90% und die anderen haben 60%. Was macht der anders? Nun, der macht eine Menge anders. Aber so die entscheidenden Maßnahmen, und zumindest mit was kann ich denn anfangen, das gilt es im sechsten Schritt herauszufinden und im siebten Schritt zu implementieren und zu kontrollen. Also der siebte Schritt ist Implementierung und Steuerung, also Controlling. Ja, zwei Schritte. Implementieren und steuern bedeutet dafür zu sorgen, dass sich ein neues Verhaltensmuster einprägt. Das ist harte Arbeit. Ja, das ist harte Arbeit. Hier müssen Menschen Verhaltensmuster ändern. Das ist harte Arbeit. Und Sie kennen das von sich selber, dass Sie in eine alte Gewohnheit zurückfallen, obwohl Sie längst die neue für sich als sinnvoll erkannt haben. Und so ist das in Unternehmen nicht anders. Wir sind alle Menschen. Wir haben alle das Problem mit unseren eingeprägten Verhaltensmustern.
Und es reicht nicht, den Mitarbeitern zu erklären, wir machen es jetzt so, früher haben wir es so gemacht, jetzt machen wir es so. Warum? Wir wollen unsere Auslastung verbessern. Das versteht jeder und jeder nickt. Aber darüber reden und es tun, sind zwei unterschiedliche Schritte. Also das ist manchmal ein mühsamer Prozess. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.